Guten Morgen, ich lese Medikamente im Test Bluthochdruck mit großem Ratgeber, Teil von der Stiftung Warentest. Das ist das Buch. Und ich bin angekommen im grünen Kapitel und das grüne Kapitel heißt das richtige Medikament finden. Und der Abschnitt heißt der langfristige Nutzen entscheidet. Davor gab es einen Überblick über Blutdruckmedikamente. So, das Kapitel geht von Seite 42 bis, das ist relativ lang, 49. So. Der langfristige Nutzen entscheidet. Ein gutes Medikament senkt nicht nur den Blutdruck. Es muss auch beweisen, dass es die schwerwiegenden Folgen des Bluthochdrucks verhindern kann und auf Dauer verträglich ist. Jedes Medikament, das neu auf den Markt kommt, muss von der Zulassungsbehörde geprüft werden. Dafür reichen die Pharmafirmen, die das Präparat über mehrere Jahre und in verschiedenen Phasen, siehe Infokasten auf Seite 41, das hatte ich, glaube ich, vorgelesen, ja, genau, da geht es um die Zulassung. So, ich muss mal gerade was unterstreichen. Das mache ich auch. Da ist mein Bleistift. So, ich unterstreiche gerade Europäische Arzneimittelbehörde EMA, damit ich das wiederfinde. Und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unterstreiche ich auch. Der langfristige Nutzen entscheidet. Ein gutes Medikament senkt nicht nur den Blutdruck. Es muss auch beweisen, dass es die schwerwiegenden Folgen des Bluthochdrucks verhindern kann und auf Dauer verträglich ist. Jedes Medikament, das neu auf den Markt kommt, muss von der Zulassungsbehörde geprüft werden. Dafür reichen die Pharmafirmen, die das Präparat über mehrere Jahre und in verschiedenen Phasen untersucht haben, ihre Unterlagen bei den zuständigen Behörden ein. Das ist vor allem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, seltener das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland. Kommen die Experten zu dem Schluss, dass in den klinischen Studien sowohl Wirksamkeit als auch Verträglichkeit ausreichend nachgewiesen sind, geben Sie für das Präparat grünes Licht. Begrenztes Wissen bei der Zulassung. In den Zulassungsstudien werden insgesamt nur wenige hundert bis wenige tausend Patienten untersucht. Das ist für statistische Schlussfolgerungen relativ mager.
Die Teilnehmer werden zudem sorgfältig ausgewählt. Kinder, Frauen, ältere Menschen bleiben aus Sicherheits- und Praktikabilitätsgründen außen vor oder sind nur in geringer Anzahl vertreten. Außerdem dauern die Studien oft nur wenige Monate. So lässt sich nicht herausfinden, ob bei längerer Anwendung Probleme entstehen und ob mit dem Medikament Folgeerkrankungen seltener auftreten und das Sterberisiko gesenkt werden kann. Erst nach der Zulassung bewährt sich ein Medikament in der breiten Anwendung. Um Langzeitnutzen und Risiken beurteilen zu können, begutachten die unabhängigen Experten der Stiftung Warentest nach festen Kriterien ausgewählte, qualitativ hochwertige Studien, vor allem solche, die nicht vom Hersteller stammen. Sie prüfen dabei nicht nur, ob das Mittel beispielsweise die Blutdruck- oder Blutfettwerte zuverlässig senkt. Das ist für den Patienten zwar auch von Bedeutung, entscheidender für sein Leben ist aber, ob er in 10 oder 20 Jahren einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder eine andere Folgeerkrankung erleiden wird. Dass medizinische Werte allein wenig aussagen, das haben die Wissenschaftler vor allem aus einer Studie gelernt, die Ende der 80er Jahre Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen testete. Alle geprüften Mittel normalisierten zwar erfolgreich den Herzrhythmus, wie sich im Elektrokardiogramm zeigte. Doch in der Gruppe der Studienteilnehmer, das ist kein gutes Deutsch, das doch kann man weglassen. In der Gruppe der Studienteilnehmer, die eines der drei Mittel einnahmen, starben doppelt so viele an einem plötzlichen Herztod als bei denjenigen, die nur ein Scheinmedikament Placebo bekommen haben. Das EKG allein hat also nicht ausgereicht, um den Nutzen für den Patienten zu belegen. Das EKG-Bild allein hat also nicht ausgereicht, um den Nutzen für den Patienten zu belegen. Neben dem realen Nutzen interessieren Sie als Patient genauso die realen Risiken. Wie sehr fühle ich mich durch mögliche Nebenwirkungen in meiner Lebensqualität beeinträchtigt? Auf der Grundlage qualitativ hochwertiger Studien wägen die Gutachter der Stiftung Warentest die Risiken gegen den Nutzen der Medikamente sorgfältig ab. Erst wenn der langfristige Nutzen und die langfristige Verträglichkeit nachgewiesen ist, lautet das Urteil der Stiftung Warentest geeignet. Jetzt kommt etwas, was grün abgesetzt ist, passend zum grünen, dunkelgrünen Kapitel. Danach kommt noch das hellgrüne Kapitel. Die größte Herzstudie der Welt. Wie groß eine Studie angelegt und wie lange eine Studie dauern muss, um Zusammenhänge zwischen medizinischen Werten und Lebensstil mit späteren Erkrankungen herstellen zu können, zeigt die Farmingham-Studie. Sie ist die berühmteste und längste Herzstudie der Welt. Sie läuft seit 1948 bis heute. Über 15.000 Frauen und Männer der Kleinstadt Farmingham, 30 Kilometer westlich von Boston, haben sich bisher befragen und untersuchen lassen. Erst nach den ersten 10 Jahren, nachdem aus statistischer Sicht genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben, konnten die Herzforscher belegen, das sind meist keine unvermeidsamen Schicksalsschläge, die aus heiterem Himmel kommen.
Vielmehr sind Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, fettreiche Ernährung, Rauchen, Bewegungsmangel und Übergewicht dafür mitverantwortlich. Das war 1960 und der Begriff Risikofaktor war geboren. Ende des farblich abgesetzten Teils. So. Es geht weiter mit vor Folgeerkrankungen schützen. Und es werden Folgeerkrankungen aufgeführt. Das ist Arteriosklerose, Aneurysma, Demenz, Herzschwäche in Klammern Herzinsuffizienz, koronale Herzkrankheit in Klammern KHK, Herzinfarkt, Netzhauterkrankung, Nierenerkrankung, periphere arterielle Verschlusserkrankung, PAVK, Vorhofflimmern und Schlaganfall. Wenn ich damit durch bin, höre ich damit auf und es geht dann später weiter. So. Vor Folgeerkrankungen schützen. Eine Hypertonie ist deshalb so gefährlich, weil der hohe Druck die Gefäße schädigt und das Herz stark belastet. Die Gefäße am Herzen, im Gehirn und an den Nieren reagieren besonders empfindlich, wenn man ihnen zu viel Druck macht. Die Gefäße am Herzen, im Gehirn und an den Nieren reagieren besonders empfindlich, wenn man ihnen zu viel Druck macht. Die Blutgefäße könnten verkalken, verstopfen oder platzen. Doch die Arterienverkalkung kann nicht nur innere Organe, sondern auch die Durchblutung in den Beinen oder in der Netzhaut des Auges beeinträchtigen. Zudem schädigt der Blutdruck direkt das Herz. Es kann sich eine Herzschwäche oder Vorhofflimmerkammern entwickeln. So können Bluthochdruckmedikamente nicht nur vor Herzinfarkt oder Schlaganfall, sondern auch vor vielen anderen Folgeerkrankungen schützen. So, und jetzt geht's los. Arteriosklerose, umgangssprachlich auch Arterienverkalkung genannt. Ein anhaltend hoher Blutdruck greift die empfindliche Innenhaut der Arterien an, sodass sie leicht einreißt. Es lagert sich Fett ab, Gefäßwände entzünden sich. In der Folge entstehen immer mehr kalkige Ablagerungen. Die Blutgefäße verengen sich. Gefährlich wird es, wenn die Plaque ein Gefäß verstopfen oder wenn sie sich lösen und die nachgeschalteten kleinen Blutgefäße verschließen. Gefährlich wird es, wenn die Plaque ein Gefäß verstopfen oder wenn sie sich lösen und die nachgeschalteten kleinen Blutgefäße verstopfen. Koronare Herzerkrankung, arterielle Verschlusskrankheit oder Schlaganfall können die Folge sein. Die Arteriosklerose ist an vielen Erkrankungen beteiligt. So. Aneurysma. Der Name leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet Erweiterung. Der Bluthochdruck macht der Schlagader so zu schaffen, dass sie sich ausbeult. Wenn sie platzt, droht der Betroffene zu verbluten. Warnsymptome gibt es meist keine. Demenz. Insbesondere die sogenannte vaskuläre Demenz geht auch auf einen Bluthochdruck zurück. Die Gefäße im Gehirn reagieren auf den Druck und verkalken. Gedächtnis und Denkvermögen lassen nach. Herzschwäche, Klammern Herzinsuffizienz. Bei einem Bluthochdruck muss der Herzmuskel beständig gegen den Druck anarbeiten. Im Laufe der Jahre verliert das Herz deshalb an Kraft und kann nicht mehr so gut pumpen. Symptome sind Erschöpfung, Atemnot, Wassereinlagerungen an Fußknöcheln und Unterschenkeln sowie häufiges Wasserlassen in der Nacht.
koronale Herzkrankheit, KHK. Bei einer KHK haben sich Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen gebildet, sodass dem Herzen nicht mehr genug Sauerstoff zur Verfügung steht. Unbehandelt droht ein Herzinfarkt oder eine Herzschwäche. Alarmzeichen ist ein Engegefühl oder Schmerzen in der Brust. Angina pectoris heißt das. Herzinfarkt. Wenn ein Herzkranzgefäß sich sehr stark verengt oder vollkommen verschließt, sterben Teile des Herzmuskels ab. Der anhaltend starke Schmerz hinter dem Brustbein, der in Nacken, Hals, Kiefer, Arme oder Oberbauch ausstrahlt, kann und den Frauen und Männern unterscheiden, erleben können. Ja. Der anhaltend starke Schmerz hinter dem Brustbein, der in Nacken, Hals, Kiefer, Arme oder Oberbauch ausstrahlen kann und den Frauen und Männer unterschiedlich erleben können, wird als vernichtend empfunden. So macht das Sinn. Es muss sofort ein Notarzt gerufen werden. Also. Männer eher im Brustbereich und im linken Arm, Frauen eher im Bauch- und Rückenbereich. Netzhauterkrankung. Die zarten Äderchen der Netzhaut in unserem Auge können einen Bluthochdruck nicht nur so gut vertragen und verengen sich, Netzhauterkrankung. Die zarten Äderchen der Netzhaut in unserem Auge können einen Bluthochdruck nicht nur so gut vertragen und verengen sich, ohne dass in der Regel das Sehvermögen leidet. Augenschäden bilden sich oft zurück, wenn der Blutdruck gut eingestellt ist. Die zarten Äderchen der Netzhaut in unseren Augen können einen Bluthochdruck nicht so gut vertragen und verengen sich, ohne dass in der Regel das Sehvermögen leidet. Augenschäden bilden sich oft zurück, wenn der Blutdruck gut eingestellt ist. Nierenerkrankungen. Die großen Nierenarterien oder die Feinstrukturen in den Nieren können durch den Bluthochdruck Schaden nehmen. Das kann Störungen der Nierenfunktion zur Folge haben. Ein Viertel der chronischen Nierenversagen gehen auf zu hohen Blutdruck zurück.
geschädigt den Nieren wiederum, lassen den Blutdruck noch mehr steigen. Periphere arterielle Verschlusskrankheit, PAVK. Ablagerungen verengen die Bein- und Beckenarterien, sodass die Muskeln der Beine beim Gehen schmerzen. Bleiben die Patienten stehen, legen sich die Schmerzen wieder. Deshalb auch der Name Schaufensterkrankheit, weil die Betroffenen oft nach einer kurzen Gehstrecke vor Schaufenstern stehen bleiben. Im fortgeschrittenen Stadium sind nur noch wenige Schritte schmerzfrei möglich. Die PAVK gilt als Markererkrankung. Sie weist auf einen drohenden Herzinfarkt oder Schlaganfall hin. Vorhofflimmern. Der Bluthochdruck hat im Herz Muskelgewebe für Narben und Entzündungen gesorgt. Das kann in beiden Vorhöfen des Herzens zu elektrischem Chaos führen. Statt sich regelmäßig zusammenzuziehen, flimmern sie nur noch. Dadurch fließt das Blut langsamer durch die Vorhöfe. Es können Blutgerinnsel entstehen. Wenn diese sich ablösen, droht ein Schlaganfall. Schlaganfall. Halsschlagader oder Arterien im Hirn sind so stark durch den Bluthochdruck verkalkt, dass die Blutversorgung des Gehirns blockiert ist oder ein Blutgerinnsel oder gelöste Plaqueteile verstopfen ein Gefäß im Gehirn. Das ist einfach nur scheiß Deutsch, was hier steht. In beiden Fällen beruht der Infarkt auf einer Mangeldurchblutung von Hirnarealen. Der hohe Druck kann auch Blutgefäße im Gehirn direkt zum Platzen bringen. Ich weiß nicht, warum man sowas nicht vernünftig formulieren kann. Für eine große Zahl der Basismedikamente liegen gute Belege vor, dass sie vor allem diesen Folgeerkrankungen so. Für eine große Zahl der Basismedikamente liegen gute Belege vor, dass sie vor allem diesen Folgeerkrankungen schützen. Studien zeigen, dass das Risiko um ungefähr 20 bis 30% des ursprünglichen Wertes sinkt. Der Nutzen von Medikamenten ist besonders deutlich nachgewiesen worden, wenn das Ausgangsrisiko hoch ist. So, es geht weiter mit: Nicht jedes Medikament passt für jeden. Da kommt dann ein farblich abgesetzter Arzneischeck mit einer Checkliste. Dann geht es um Nebenwirkungen, Nebenwirkungen minimieren. Dazu gibt es auch wieder eine Checkliste. Dann geht es um Kinder, Frauen, Ältere. Dann geht es um einzeln oder in Kombination. Und dann ist das Kapitel zu Ende. Also, nicht jedes Medikament passt für jeden, kommt als nächstes dran. Tschüss.